Ja, was waren meine größten Erfolge in dieser Z letzten 5 Jahren? Das war nach meiner ersten Rede, die war zur sozial orientierten Bodennutzungssatzung, wurde man noch als Kommunist beschimpft, ganz übel. Und 3,5 Jahre später stimmen wir mit denen zusammen, mit CDU und FDP, ein Handlungskonzept Wohnen ab, da wo wir jetzt 20% geförderten Wohnraum bei Neubebauungen sicherstellen können. Und das ist also schon ein großer Erfolg. Ein großer Erfolg ist auch eine alte Kastanie, 70 Jahre alt in Niederkassel, die heute noch steht, weil wir da mal ein bisschen Presse eingeschaltet haben. Und ein großer Erfolg ist auch, dass für eine Bebauung im Feldmühlpark, die überdimensioniert sein sollte, sie verhindern konnten, weil da konnten die anderen dann auch nicht mehr dafür stimmen, weil wir da ordentlich Stimmung zu gemacht haben. Eine große Enttäuschung ist im Grunde genommen, ja, dass man immer Anträge stellt und die werden dann alle abgelehnt. Und ganz schlimm ist, wenn sie dann noch wiederkommen. Und zwar unter einem anderen Namen, CDU, FDP, wie heute der Fahrradweg von der Karlstraße über Worringer Platz zum Wehrhahnstraße. Und ich wünsche mir für die nächste Wahlperiode, dass ich wieder als sachkundige Bürgerin die Grünen vertreten kann im Planungsausschuss, dass wir eine super starke Fraktion werden, dass meine Nachfolgerinnen den Rat richtig rocken und dass wir auch eine Oberbürgermeisterkandidatin Miriam Koch haben werden. Tschüss.